Herr Knigge, eine Frage. Gibt es schon Benimmregeln für die Nutzung von Handys? Natürlich gibt es das. Ist ja das Mobiltelefon ist ja doch in unsere Gesellschaft, hat da Einmarsch genommen und es ist allgegenwärtig. Und wir sehen ja den ganzen Streit, der so aufkommt und die Beschimpfung. Und natürlich ist auch immer wieder nur die Jugend schuld. Die sind ja sowieso immer an allem schuld. Immer, ja. Doch lustig. Ja. Also klar, es gibt da Ideen zu. Meine Hauptregel oder meine Hauptidee ist eigentlich, ein lebendiger Mensch ist immer wichtiger als ein technisches Gerät. Ist es immer noch sehr unhöflich, im Gespräch auf ein Handy zu gucken, oder darf man sich da schon was erlauben heutzutage? Ich finde es unhöflich. Ich finde, das ist genauso wie auf die Uhr zu gucken, mitten im Gespräch. Oder das ist das Zeichen. Aber Sie haben ja recht, wir sind in einer Zeit der ständigen Erreichbarkeit. Wenn ich wirklich was Wichtiges erwarte, dann kann ich es meinem Gegenüber ja sagen. Mhm. Also schon mal darauf hinweisen, so, bitte entschuldigen Sie von vornherein, ich erwarte eine ganz wichtige Nachricht oder so. Also es kann sein, dass ich mal auf mein Telefon gucke, aber ich möchte auch nicht unhöflich sein. Ja. Also wenn ich mich erkläre, dann ist es plötzlich gar kein Problem mehr. Ja. Das stimmt, das ist überhaupt, das kommt mir so vor, als wäre, also Ehrlichkeit tatsächlich auch immer auch ein guter Weg, damit uns umzugehen. Aber vielleicht, ich versuche das noch ein bisschen präziser zu machen, gibt es einen Unterschied? Sollte ich lieber telefonieren oder lieber SMS schreiben? Wenn ich, gibt es da irgendeinen Vorschlag der Höflichkeit oder ist das jedem so selbst überlassen, wie er gern kommuniziert? Ich meine, ob jetzt schriftlich oder mündlich, ich glaube tatsächlich, dass Menschen sich bewusst darüber sein sollten, dass Kommunikation ein Hort von Missverständnissen ist und sie beim Schriftlichen noch ärger sind. Mhm. Wenn ich mit jemandem rede, kann ich immer noch mal nachfragen, beruhigen, nachfragen, mich erklären. Wenn ich einfach nur schreibe und dann am besten noch wütend schreibe, dann geht es wirklich nach hinten los. Ja, schon der alte Knigge hat gesagt, bedenke einen Brief, den du verschickst, der ist weg. Mhm. Ja? Und das ist bei der schriftlichen Nachricht ja das Gleiche. Das ist weg. Ja? Und dann der Empfänger hat die 100%ige Deutungshoheit und das geht schnell schief. Also meine Grundidee ist immer, nie schwierige Themen versuchen schriftlich zu lösen, sondern miteinander sprechen ist da besser. Da gibt es große Irrtümer, finde ich auch. Man ist ja im Plauderton, ist eine Art Telefonat, bloß die Ironie oder wie man es meint, kommt nicht an. Man liest die Worte und das ist sehr, sehr, sehr schwer. Dann, noch eine, ich bleibe trotzdem bei diesem Thema. Wie ist es, wenn man aber unbedingt telefonieren muss, weil es tatsächlich was Wichtiges, Privates oder Dienstliches ist? Sollte man am Tisch bleiben oder sollte man rausgehen? Rausgehen, weggehen. Ja. Und wie ist es, wenn ein Gegenüber telefoniert? Sollte man das durchgehen lassen oder sollte man zeigen, dass das nicht geht, dass der jetzt gerade telefoniert, während man mit ihm am Tisch sitzt? Oder sagt man... Also da würde ich dann immer sagen, wie krass es ist, wie doll es ist. Also ich habe tatsächlich auch schon mal im Zug jemand sehr freundlich darauf hingewiesen, nachdem er das Gespräch beendet hat. Im Zug ist es ganz schlimm. Sie sprechen sehr laut und tatsächlich ist es so, dass Menschen am Telefon viel lauter sprechen. Ich habe oft so das Gefühl, eigentlich brauchen sie das Telefon gar nicht mehr, andere würden immer so verstehen. Da wird dann reingeschrien ins Telefon. Also es ist tatsächlich schon mal vorgekommen. Wichtig ist dann wirklich aber ganz freundlich zu sein dabei. Entschuldigen Sie bitte, ich möchte Sie gar nicht angreifen, aber ich würde Sie bitten, das nächste Gespräch doch vielleicht ein wenig abseits zu führen. Sie reden sehr laut und stören damit unser Gespräch. Also aber immer freundlich bleiben. Ja, aber in meiner Wahrnehmung hat sich das ein bisschen verbessert. Als ich aufgehört habe, mit dem Handy zu telefonieren, ich habe seit 2006 kein Handy mehr, da war es wirklich schlimm und da habe ich das weggeschmissen. Das mache ich nicht mehr mit. Alle haben ständig das Gespräch unterbrochen, telefoniert und so weiter. Jetzt beobachte ich, dass schon das Telefon öfter aus ist und dass es mehr so SMS gibt. Das hat sich da so ein bisschen verändert in meiner Wahrnehmung. Aber ich bleibe dabei, ich habe nach wie vor kein Handy. Ja, vielen Dank, Herr Knigge. Das war mir ein Vergnügen. Ja.